Moin und herzlich willkommen zu Watch & Work. Watch & Work, das sind die Service-Videos von ContiTech für Kfz-Monteure. Dort erfahrt ihr, wie ihr Zahnriemen an unterschiedlichsten Fahrzeugmotoren wechseln könnt. Einfach, sicher und schnell. Die Videos zeigen die wichtigsten Arbeitsschritte für Profis. Sie dauern zwar ein paar Minuten, dranbleiben lohnt sich aber. Die Zeit holt ihr später bei der Montage locker wieder rein. Mein Name ist Stefan Meyer und ich zeige euch in jeder Folge einen anderen Fahrzeugmotor. Und um welchen es heute geht, das zeige ich euch jetzt. Heute wollen wir uns um Audi kümmern. Wir haben hier den 2,8 Liter 30 Ventiler ACK Motor. Und für diesen Motor benötigen wir unser Zahnriemenkit 920 WP3 mit Wasserpumpe und die Werkzeuge, die finden wir wieder in unserer Toolbox V01. So, jetzt müsst ihr wie gewohnt die Steuerzeiten einstellen. Dazu starten wir an der Kurbelwellenriemenscheibe, spezielle Markierungen. Des Weiteren oben die Nockenwellen in eine spezielle Lage bringen und die Kurbelwelle muss arretiert werden mit einem speziellen Dorn. Die Kurbelwelle müsst ihr jetzt langsam in Motordrehrichtung weiterdrehen, bis die Markierungen fluchten. Wie ihr seht, die beiden Markierungen stehen gegenüber. Jetzt müsst ihr die Nockenwellen arretieren, dazu Spezialwerkzeug verwenden und hier oben einsetzen. Aus unserer Toolbox V01 nehmen wir jetzt den Arretierdorn für die Kurbelwelle und schrauben ihn hier ein. Inzwischen habe ich die Kurbelwellenriemenscheibe und die Verkleidung demontiert. Jetzt müsst ihr nochmal einen Blick auf die Kurbelwellenriemenscheibe werfen. Das heißt, hinten drauf haben wir eine Gummispur, wir haben eine gedämpfte Riemenscheibe. Die Gummispur bitte mal auf Beschädigung kontrollieren. Jetzt müsst ihr den Hydraulikdämpfer entspannen. Das heißt, der Zahnriemen muss entspannt werden über diesen Hydraulikdämpfer. Dazu nehmen wir einen 8er Imbusschlüssel, setzen ihn hier in die Spannrolle ein und drücken jetzt kraftvoll langsam bitte nach unten. Wir drücken gegen eine Ölkraft. Ihr seht schon, das dauert ein bisschen. Und dann wird hier der Dämpfer leicht langsam zusammengedrückt. So, jetzt den Hydraulikdämpfer mit unserem Absteckdorn aus der Toolbox V02 abstecken bitte. Achtung Jungs und Mädels, aufpassen beim Hydraulikdämpfer. Der Hydraulikdämpfer unterliegt keinem speziellen Wechselintervall, sollte aber trotzdem generell jedes Mal mitgewechselt werden. Viele von euch neigen dazu, nur die zwei Schrauben vom Hydraulikdämpfer zu lösen, ohne ihn, wie vorher gezeigt, zusammenzudrücken. Und spannen ihn dann nachher im Schraubstock, drücken ihn zusammen. Der Hydraulikdämpfer darf niemals liegend zusammengedrückt werden, dadurch kann er Luft ziehen und wird dadurch beschädigt. Jetzt entfernt ihr das Arretierwerkzeug für die Nockenwellen und löst die Nockenwellenräder unter Verwendung unseres Gegenhalters. Zweiter Sicherheitstipp, warum sollen wir den Gegenhalter verwenden, um unser Arretierwerkzeug nicht zu beschädigen? Wir haben hier zwei Nocken, die würden rausbrechen, wenn wir das Ganze als Gegenhalter verwenden. Jetzt müsst ihr beide Nockenwellenräder lösen. Dazu verwenden wir einen speziellen Abzieher, um die Nockenwellen vom Konus zu ziehen. Inzwischen solltet ihr den Zahnriemen spielend ausgebaut haben. Eine Empfehlung meinerseits, Thermostat bitte mit ersetzen. Den Thermostaten kann man nur ausbauen, wenn der Zahnriemen vorher ausgebaut ist. Sollte der Thermostat zum späteren Zeitpunkt defekt gehen, müssten wir uns die ganze Arbeit nochmal machen und einen kompletten Zahnriemenwechsel vornehmen. Nun müsst ihr alle Bauteile ersetzen und zusätzlich die Dichtflächen der Wasserpumpe ordentlich reinigen. Beim Verbau der Spannrolle müsst ihr darauf achten, wir haben ein Aluminiumgehäuse. Bitte die Spannrolle verbauen, ohne dass wir den Riemen mit auflegen. Oft ist es so, dass viele dabei gehen, lösen die Nockenwellenräder nicht und haben dann nachher beim Ansetzen der Spannrolle das Problem, wenn sie die Spannrolle ansetzen, weil der Riemen gegendrückt, dass wir das Ganze schief verbauen. Inzwischen habe ich alle Komponenten montiert und fange jetzt an, den Riemen dort aufzulegen. Wichtig ist hier, dass unsere Nockenwellen noch gelöst sind. Ich lege den Riemen auf und habe immer noch ein wenig Spiel im Riementrieb, sodass ich eventuell noch etwas korrigieren kann. Wenn ich zum Beispiel jetzt über die Kurbelwelle gehe, ja, sollte dort Zahn auf Zahn kommen, dann kann ich meinen Riemen noch ein wenig bewegen. Und als letztes gehe ich dann hier oben über meine Spannrolle drüber weg.
Jetzt erkennt ihr auch, warum es wichtig war, am Anfang die Nockenwellenräder zu lösen. Wenn ihr die Nockenwellenräder nicht löst, werdet ihr den Riemen nicht aufgelegt bekommen. Das heißt, der Riemen wird nur zu 3/4 über die Spannrolle gelegt werden können. Viele neigen dann dazu, die Spannrolle zusammen mit dem Riemen aufzusetzen. Dabei können einige Fehler entstehen. Zum einen könnten wir unser Gewinde im Aluminiumgehäuse zerstören und zum zweiten könnte unser Nocken, der auch unseren Hebel drückt, falsch sitzen. Wenn ihr die Spannrolle richtig montiert habt, dann sitzt der Nocken der Spannrolle so in dieser Position am Hebel an und wir haben unten einen gewissen Abstand vom Laufmantel zum Hebel. Wenn ihr die Spannrolle falsch verbaut habt, kommt ihr mit dem Nocken über den Hebel und wir kommen mit unserem Laufmantel der Spannrolle zu dicht an unseren Hebelarm. Der Hebelarm wird dadurch beschädigt, dadurch lockert sich der Zahnriemen und es kommt zum Motorschaden. So Leute, hier müsst ihr wieder aufpassen. Wir haben hier kein vollautomatisches Dämpfersystem. Das heißt, wenn wir den Splint ziehen, ist noch nicht alles eingestellt. Deswegen ganz wichtig, mit dem Drehmoment 15 Newtonmeter den Riemen zu entlasten, um hier die richtige Spannung dort einzustellen. Bevor ihr den Motor jetzt zweimal durchdrehen könnt, bitte die Nockenwellen wieder mit Drehmoment festziehen und dazu den Gegenhalter verwenden. Ihr habt den Motor jetzt zweimal durchgedreht. Bevor ihr ihn komplettieren könnt, müssen wir die Steuerzeiten kontrollieren. Dazu verwenden wir, wie zuvor auch, unsere Arretierungswerkzeuge. So, jetzt habt ihr es fast geschafft. Jetzt müsst ihr den Motor nur noch komplettieren. Achtet dabei bitte auf die Herstellervorgaben, speziell auf die Drehmomente. Denkt dran, nach fest kommt ab. Bevor ihr das Schätzchen jetzt wieder auf die Straße schicken könnt, Qualitätssiegel nicht vergessen. Denkt an unseren Wechselintervallaufkleber, den gut sichtbar im Motorraum platzieren.